Guten Morgen. Okay, lass uns hart anpacken, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was Nanami immer für Guten Morgen-Floskeln so von sich gibt. Die anderen sind ja immer noch drinne. Die haben mit mir in einem Bett geschlafen. Gruselig, gruselig. Guten Morgen. Ja, unten. Downstairs. Und sie schläft da wieder. Die ist sehr schläfrig und ich habe nichts von ihrer Kraft gesehen. Ich war ja noch nicht mal so schlau genug, um in ihre Werte zu reinzugucken. Beziehungsweise, wenn sie eine Rune dabei hat, da. Ich bin ja unaufmerksam, ne? Achso, und ich heiße euch übrigens auch willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Stimmt ja. Ich habe ja die Schwarzblende von Gute Nacht bis Guten Morgen genutzt, um einen Schnitt zu setzen. Oh, Tai, jetzt sind wir in Schwierigkeiten. Hä? Was ist denn? Meine Lilly und... Ah, ich habe herausgefunden, dass meine Sister Lovenn, von Necklord entführt worden ist oder so. Mein Gefolgsmann Marlos sah zwei Menschen wegbringen oder sowas. Marlo war eine der letzten, die flohen. Und er sah gestern. Und gestern sah er die Möglichkeit zu fliehen. Und auf dem Weg. Egal wie dem auch sei, wir müssen uns beeilen. Wir wissen schließlich, man weiß nie, was Necklord vorhat. Es ist, weil ihr langsam seid. Ihr müsst euch mehr damit befassen oder euch bewusst machen oder sowas, dass ihr meine Gefolgsleute seid. Oh, guten Morgen, Sierra. Oh, hallo, guten Morgen, Klaus. Ich bin ein bisschen durstig. Ich frage mich, ob ich etwas von dir bekommen kann. Ja, natürlich. Der weiß ja nicht, dass sie ein Vampir ist. Das ist ein bisschen, ja. Victor, Sierra und Tai. Es ist nun an der Zeit, oder es ist fast an der Zeit, den finalen Kampf zu betreten. Wir sollten uns nach Tinto sneaken, schleichen, wo Necklord sich befindet. Das stimmt. Ich habe sehr gut geschlafen, also fühle ich mich auch gut. Aber was wollen wir tun? Er hat sicherlich überall Zombies um Tinto aufgestellt. Okay. Es gibt hier eine Höhle östlich vom Dorf. Ein Minentunnel ist eingestürzt. Ist davor eingestürzt. Und in der Höhle und in den Minentunneln, also zwischen der Höhle und dem Minentunnel, sollte es eine Verbindung geben. Lass uns gehen. Diesmal werden wir Necklord wirklich ein für alle Mal vernichten. Warte, ich mach noch nicht. Okay, lass uns gehen, Tai, Kahn und so weiter, die kommen alle mit. Und sie auch. Ah, sie hat die Darkness-Rune. Full Moon. Thunder, also Blitz noch auf ihrer Waffe drauf. Level 42 ist gut, ja. So, jetzt hau ich mal Shiro weg. Zumal ich nicht weiß, ob Kahn auch Level 11. Level. Es ist nein, natürlich. Zum Glück nicht. Nicht natürlich, sondern zum Glück nicht. Gut. Nanami, Camus, ja, passt. Jetzt kommt Klaus mit dem Trinken wieder und wir sind alle weg. Wasser? So. Eigentlich müsste ich ja ausgeruht sein, ne? Gucken wir mal. Nein, natürlich nicht. Aber was hat sie denn? Finger of Death? Aha. Okay, 300 Schaden gegen ein und eigene HP. Also selber heilen. Tod oder 500 Schaden für eine Reihe.
Und 500 Schaden an alle Feinde. Oh, das kann man mal nehmen. Resurrection, ja, Scrawling kennen wir. Schaden an einen Feinden und gegen Untot. Das, glaube ich, ist einfach Wiederbelebung. Kann das sein? Ich habe das noch nie ausprobiert, aber wenn wir alle am Leben waren, war das schwarz unterlegt. Und ich meine, ich habe ja auch der Eili Resurrection Rune in die Hand gedrückt. Da war das mal aufgeblinkt, als einer am Boden lag. Aber ich habe es nicht verwendet. 400 Schaden an alle und... Heilung. Oh, nimm ich. Gut, gut, gut. Dann muss ich mich doch mal kurz in heilen. Damit ich einfach alle Runendinger wieder hab, auf zugreifen kann. Weil wer weiß, wann ich dazu komme, mich so zu heilen. Gegen Necklot hätte ich doch gerne Rage komplett voll. So. Dann gehen wir mal zu Mina. Würde ich so ganz spontan behaupten. So, jetzt dürfte der nicht mal sagen, hey, dürfte ich dich. Jetzt steht er nämlich gar nicht mehr hier. So, wo gehe ich lang? Kann ich hier? Ja, ich kann hier lang. Okay. Ich kann dort oben lang und hier unten. Ich habe die Befürchtung, dass das entweder echt groß ist. Oh, fuck. Ich werde mich sowas von verlaufen. Okay, hier ist nichts. Gegner sind eh kein Problem, weil ich bin eh ein bisschen, ja, was heißt OP, overpowered. Also ich werde jetzt einfach nur drauf loslaufen. Wenn ich Kisten finde, finde ich die. Und ich halte mich in erster Linie halt mal so rechts und gehe das dann halt gegen Uhrzeigersinn weiter. Ich weiß gar nicht, warum ich mich immer als erstes nach rechts halte. Und statt im Uhrzeigersinn zu machen, mache ich immer gegen Uhrzeigersinn. Naja, bestimmte Macken muss man einfach haben, ne? So. Gucken wir mal, wo wir hier langkommen. Ich finde Sierra im Kampf eigentlich ganz schön cool. Ich bin ein bisschen verwirrt durch diese ganzen Schattendinger. Ich weiß dann nämlich nicht, wo oben, unten, rechts, links, wo ich lang kann, wo ich nicht lang kann. Aber ich werde auf jeden Fall auch restlichen Sachen erkunden. Einfach, weil ich dann hier so tolle Items finde, wie zum Beispiel dieser Stone-Dingster-Bumster. Wo ist es denn jetzt? Immer zu mir. Bin da geizig. Packe ich alles auf meinen Hauptcharakter. Ich kann mal eine Sache kurz testen. Ach, bei ihr kann ich ja gar nichts umändern. An Sachen zum Anziehen. Ich habe das Gefühl, wir sind eher auf dem richtigen Weg. Ah, okay. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir, vielleicht kann ich nur von oben runterrutschen. Master Garb, was ist denn Master Garb? Da Master Garb. Oh. Wer kann das denn anziehen? Ja, zum Beispiel. Oh, ihm sollte ich auf jeden Fall was anderes dort packen. Tomatensaft. Wie war das? Ich hätte noch Medizin kaufen sollen und werde mich aufregen, dass ich das vergessen habe. Wo
lasse ich mal die Kanten so droppen, ist da drinne. Mist. Das ist jedes Mal dasselbe. Ob ich den Tinto in dem Itemladen Medizin kaufen kann? Bestimmt, ne? Ist jetzt halt auch so blöd, jetzt umzudrehen. Das versperrt. Oh, hier sind diese Tunnel enorm. Enorm. Jo, Heilung ist jetzt nichts mehr. Aber warte mal, da unten ist eine Kiste. Höchstens das, was halt die Leute noch so dabei haben. Aha. Solche Sets sind ja schön und gut und auch die Bücher, bla bla bla. Aber da ich die nicht wirklich sammle, nicht bewusst aktiv sammle, sagen wir es mal so. Okay, das ist einfach so ein weiter Dings. Sondern gerne Medizin hätte. Ist das nicht so schön, dass ich die dann in den Kisten hab? Ich hätte gerne Medizin. So gerne. Ich hab's ja noch gesagt, ne? Dass ich diese Situation haben werde, dass ich meckere, dass ich denke, ich habe genug Medizin und dann feststelle, ich habe keine Medizin und dann bereue, dass ich keine geholt habe. Und siehe da, ich konnte hell sehen. Ach du mein... Ach, okay. Da unten ist jemand. Ich habe mega Medizin bekommen. Da unten steht einfach jemand. Hierhin? Hierhin? Verdammt, wie komme ich zu dir? Ich will zu ihm. Ich will wissen, wer das ist und was er hier macht. Okay, da rutsche ich auch noch runter. Ich finde das heraus. Ich werde ja hier eh alles abgelaufen. Naja, ich finde heraus, wer du bist. Oh nein, da ist zum Speichern. Aber ich nutze das mal gerade. Okay, es könnte sein, dass die Höhle selber, was ich da gerade gesehen habe, dafür sorgt, dass ich dort weiterkomme. Oder irgendwas anderes. So. Ich tippe ja darauf, dass das da unten weitergeht. Also nach dem Speicherpunkt. Wo man so runterrutschen kann und dann ist da so ein Tunnel-Höhleneingang. Dass das unser Ziel ist. Deswegen werde ich mich jetzt doch nochmal ein bisschen umsehen. Ich hatte erst überlegt gehabt, nehme ich euch da mit, lasse ich euch da entscheiden und so weiter und so fort. Aber ich denke einfach, da ich sowieso gleich einen Schnitt mache, ich werde es einfach mal mit aufnehmen. Vielleicht gibt es ja was Interessantes zu sehen. Wenn es wirklich stumpf langweilig sein sollte, dann zeige ich euch nur, wie ich bei dem Typen bin oder wie man da hinkommt oder irgendwie. Ja, wie man da hinkommt, ist halt auch blöd, weil man nicht komplett dabei ist, ne? Weil ich ja nicht gezielt zu ihm laufen kann, weil ich keine Ahnung habe, wie ich zu ihm komme. Ja, aber erstmal mache ich einen Schnitt und ich werde mich noch ein bisschen in der Höhle umsehen. Und ja, bis dahin dann tschüss, eure Tai.